BMW beherrscht das kleine 1x1 in der Kompaktklasse. Schließlich hat sich der 1er in seinen vier Karosserievarianten zum Erfolgsmodell entwickelt. Nun steht der neue 1er bei den BMW-Händlern und das ist Grund genug für uns vom ADAC Autotest, den kleinen Bayern mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Den neuen 1er gibt es optional in den Ausstattungsvarianten Sportline und Urbanline. Dementsprechend ist auch das Design eher sportlich oder besonders modisch angehaucht. Unser Testwagen, der 118i, lief in der Urbanline vom Band und trägt deshalb weiße Applikationen an Außenspiegeln und Frontschürze. Außerdem rollt der Wagen serienmäßig auf 16 Zoll Alufelgen daher. Sportlichkeit verleiht die wuchtige Schulterlinie des 1ers. Als erster BMW trägt der F20, wie der neue firmenintern genannt wird, die Blinker in den Außenspiegeln. Das Heck ist gefällig, wirklich neu wirkt das Design des 1ers allerdings nicht. Unser Testwagen überrascht mit einem 1,6 Liter Vierzylinder Benzinmotor, der dank Turboaufladung 170 PS leistet. Und das bei einem maximalen Drehmoment von 250 Newtonmetern. Das reicht für gute Fahrleistungen und eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h. So schnell sind wir auf unserem ADAC Eco-Test-Prüfstand natürlich nicht unterwegs. Aber unser Zyklus zur Verbrauchsmessung beinhaltet alle gängigen Fahrsituationen. Hier schlägt sich der 118i wacker, denn auf 100 Kilometer verbraucht er nach unserer Messung 6,1 Liter Superbenzin. Der CO2-Ausstoß liegt bei 143 Gramm pro Kilometer. Damit erreicht der neue 118i 4 von 5 Sternen im ADAC Eco-Test. Die Geräuschkulisse im neuen 118i ist angenehm leise. Man fühlt sich fast in ein Auto der höheren Klassen versetzt. Die zielgenaue und direkte Lenkung sowie das optionale adaptive Fahrwerk machen auf Anhieb Freude. Der Motor ist kräftig und die 6 Gänge lassen sich mühelos und zackig einlegen. Mit dem optionalen Fahrerlebnisschalter können die Kennlinien für die Motorcharakteristik, für die Lenkung sowie für das Fahrstabilitätsprogramm angepasst werden. Auch der kleine BMW muss sich beim ADAC-Ausweichtest beweisen. Und dabei verhält sich der 118i ganz souverän. Beim Einfahren in die Gasse neigt der Wagen zu leichtem Übersteuern. Mit der feinfühligen variablen Sportlenkung lässt sich das aber gut kontrollieren. Das serienmäßige ESP greift beherzt ein und bringt den BMW in Notsituationen wieder sicher auf Kurs. Beim Bremsweg aus 100 km/h steht unser Testwagen nach guten 36 Metern. Übersichtlich aufgeräumt und bestens zu bedienen, so präsentiert sich das Cockpit des neuen 1ers. BMW-typisch ist die Mittelkonsole leicht zum Fahrer geneigt. Die Bedienelemente für Radio und Klimaautomatik sind angenehm hoch angeordnet. Die Verarbeitung wie auch die Materialqualität können voll überzeugen. Im Gegensatz zum Vorgänger ist der neue 1er um 8,5 cm gewachsen. Davon profitiert auch der Innenraum. Nicht nur Fahrer und Beifahrer, auch die Fondinsassen können sich über gute Platzverhältnisse freuen. Mit 280 Litern ist der Kofferraum jedoch nur Mittelmaß in dieser Fahrzeugklasse. Nach Umlegen der Rücksitzbank entsteht ein Stauraum von 590 Litern. Bei der ADAC-Rundumsichtmessung erschweren die hohe Heckscheibe und die breiten C-Säulen die Sicht nach hinten. Der kleine BMW ist erwachsen geworden. Das hat uns der neue 1er heute bewiesen. Vor allem bei der Technik hat BMW viele Innovationen hineingepackt, die man sonst nur in den höheren Klassen findet. Der Grundpreis für den 118i liegt bei 26.750 Euro. Mit den optionalen Ausstattungslinien und weiteren Extras kommen aber schnell nochmal 5.000 bis 10.000 Euro hinzu. Wenn Sie mehr über den neuen BMW 118i und andere Fahrzeuge im ADAC Autotest erfahren wollen, dann schauen Sie doch einfach ins Internet unter www.adac.de.